da könnte ganz früher ein jüdischer Friedhof gewesen sein. Und genau das sorgt für rote Köpfe im Ausland. Totenruhe oder sogar Gräber könnten mit dem Erweiterungsbau vom Kunsthaus zerstört werden. Der Aufschrei versteht Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindeverbundes, nicht. Aus unserer Sicht gibt es überhaupt keinen Grund für Protest, weil erstens mal weiss man gar noch nicht, ob dort überhaupt irgendwelche Gräber sind. Und falls Gräber oder Gebeine von jüdischen Leuten gefunden würden, sind die jüdischen Gemeinden und Stadt schon lange im Kontakt zusammen, um die entsprechenden Schritte zusammen einzuleiten, damit auch wirklich die jüdischen Religionsgesetze eingehalten werden. So ein Fund ist laut dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindeverbund und dem Hochbauamt Zürich aber sehr unwahrscheinlich. Zwar, weil die Gräber so im 15. Jahrhundert, Anfang 16 sind. Nachher sind die sogenannten Schanzen dann drüber gebaut worden, die Stadtbefestigung. Für das ist ganz erdreich umgewühlt worden. Darum nimmt man eben an, dass es den Friedhof nicht mehr gibt. Es hat ihn sicher einmal gegeben, aber dass es ihn nicht mehr gibt. Es ist aber eine Restwahrscheinlichkeit da und darum ist die Archäologie, die sowieso vor Ort ist, sehr vorsichtig. Und auch die jüdischen Gemeinden haben Vertreter dort, dass sie gerade vor Ort sind, wenn man dann doch auf solche Überreste stoßen würde. Wenn das eintreffen würde, würden diese Funde nicht wie im Normalfall wissenschaftlich untersucht werden, sondern der Leid gächte an die jüdischen Gemeinden. Man hat diverse Wege, die die jüdischen Gemeinden vorgeschlagen haben. Wichtig ist, dass dann sie im Leid sind. Sie werden dann sagen, wie es weitergeht. Was wir aber auch gemeinsam abgemacht haben, es wird nichts geändert am Projekt und es wird auch praktisch keine Terminverzögerung geben. Es wird davon ausgegangen, dass die Protestierenden ultraorthodoxe Juden waren. Das sind Leute, die einfach gar nicht im Bild sind über die Zusammenarbeit, die wir da mit der Stadt haben, über die gute Zusammenarbeit, die wir haben. Sie kennen vielleicht nicht alle Fakten. Es ist eine Splittergruppierung innerhalb des orthodoxen Judentums. Für die weitere Zusammenarbeit stehen die Stadt und die jüdischen Gemeinden weiterhin im Austausch.